Betrachten wir noch einmal die Sphäre S2 und die Parallelen. Bei jedem Punkt von S2 stellen wir uns einen Hopfschen Kreis vor. Wir wollen nun beobachten, was sich über einer der Parallelen von S2 befindet, zum Beispiel über dem Äquator. Hier sehen wir, was sich über einer anderen Parallele befindet, die näher am Südpol angesiedelt ist. Warum scheint der Torus nun ganz dünn zu werden? Weil über dem Südpol natürlich nur ein einziger Kreis liegt und über dem Nordpol sieht man eine Gerade. Eigentlich ist es ein Kreis, der durch den Punkt unendlich geht. Es ist die rote Gerade. Achtung, jetzt wollen wir das Ganze doch einmal herumdrehen. Herumdrehen, jawohl! Aber es handelt sich um eine Drehung in der Dimension 4, bitte nicht vergessen! Um ehrlich zu sein, muss ich zugeben, dass ein Teil dieser Bilder bereits lange Zeit vor mir bekannt war. Man rechnet dem Marquis de Villarceaux die Entdeckung von 4 Familien von Kreisen auf dem Torus zu, aber eigentlich findet man bereits Spuren davon auf einer Skulptur im Straßburger Münster. Betrachten wir einen Rotationstorus. Es handelt sich um die Fläche, die von einem Kreis beschrieben wird, während dieser um eine Achse dreht, die in der gleichen Ebene liegt wie der Kreis. Betrachten wir nun den Schnitt einer Ebene durch den Torus. Beachten Sie bitte, wie ich diese Ebene gewählt habe. Man sagt, sie sei bitangential zum Torus, und zwar deswegen, weil sie in genau 2 Punkten den Torus tangential berührt.
Aber schauen wir doch genauer hin. Die Ebene schneidet den Torus in zwei perfekten Kreisen. Dies ist der Satz von Villarceaux. Eine bitangentiale Ebene schneidet den Torus genau in zwei Kreisen. Allerdings gibt es nicht nur eine bitangentiale Ebene. Hier ist eine andere, die zwei andere Villarceausche Schnittkreise auf dem Torus hat. Das gleiche kann man mit allen bitangentialen Ebenen genauso machen. Es genügt, die entsprechende Drehung durchzuführen. Sie sehen, durch jeden Punkt eines Rotationstores kann man vier Kreise legen, die gerade die Schnittkreise mit einer geeignet gewählten Ebene sind. Der eine der Kreise ist ein Parallelkreis, ein anderer ein Längskreis, dazu kommt ein erster Villarceaux-Kreis und dann noch ein ebensolcher zweiter. Und da man das gleiche an jedem Punkt des Tores machen kann, sehen wir, dass der Torus überdeckt wird durch vier verschiedene Familien von Kreisen. Die zwei Kreise der gleichen Familie begegnen sich nicht. Ein blauer Kreis trifft einen roten Kreis in genau einem Punkt. Ein gelber und ein weißer Kreis schneiden sich in zwei Punkten. Es sind wieder Villarceausche Kreise. Schauen Sie bitte noch einmal auf die gelben Kreise. Dies sind Hopfsche Kreise. Besinnen Sie sich noch darauf, was sich über einer parallelen Defaserung befindet? Man sah einen Torus, der von Kreisen ausgefüllt war, von denen je zwei verkettet waren, genauso wie dieser von gelben Kreisen ausgefüllte Torus. Und was ist mit den weißen Kreisen? Nun ja, das sind Fasern einer zweiten Hopfschen Faserung. Diese erhält man, indem die vorhergehende Faserung gespiegelt wird. Um unseren Rundgang zu beenden, nehmen wir noch einmal den Rotationstorus mit seinen vier Kreisfamilien. Stellen ihn uns in der Sphäre S3 vor und drehen diese dann im vierdimensionalen Raum, um schließlich stereografisch auf den dreidimensionalen Raum zu projizieren. Dadurch erhält man Flächen, die ebenfalls durch vier verschiedene Familien von Kreisen überdeckt werden. Das sind die Zykliden von Dupin.
Zuweilen, nämlich wenn der Torus den Ursprungspunkt der Projektion enthält, kommt es vor, dass diese Fläche durch den Punkt unendlich geht. Bei dieser Bewegung kann es vorkommen, dass die beiden Seiten miteinander vertauscht werden. Das Innere des Torus ist rosa, das Äußere grün. Und eine einfache Rotation in der vierten Dimension bewirkt, dass hoppla, grün zu rosa und rosa zu grün wird. Ist das nicht großartig?